Spich. 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 Wir kommen mit dem Bus aus Stockholm, weil wir auf der Hauptstraße ein sehr schönes Eiscafé entdeckt haben und daneben noch ein schönes Modelädchen für die Oma. Ja, Spich ist eine lebhafte, interessante Stadtteil von Troisdorf. Ich glaube, der zweitgrößte Stadtteil von Troisdorf. Ich kann das Waldgebiet hinten empfehlen. Da ist auch ein kleiner Teich mit bei. Also was an Spich absolut super ist, ist, dass wir irgendwie draußen sind, nicht in der Großstadt, aber trotzdem total zentral liegen. Gesehen haben sollte man in Spich vielleicht den Holstein. Ja, wir wohnen seit 52 Jahren in Spich. Also jetzt im Mai werden es 52 Jahre. Und wir fühlen uns wohl. Wir sind noch immer sehr zufrieden, ja. Ja. Es gibt hier viele Vereine, Tennisvereine, Fußballvereine. Der Karnevalverein ist unheimlich engagiert. Einer meiner Lieblingsplätze ist dieser Bücherschrank. Es gibt viele nette Leute hier, wie eigentlich überall in der Stadt Troisdorf. Ja. Ja, was sollte man sehen in Spich? Die Burg, das Stadthaus. Wir sind direkt in Köln, wir sind direkt in Bonn, wir sind am Flughafen. Also einfach alles in Spich gefällt mir. Der zweite Lieblingsplatz ist der Park mit dem kleinen Ententeich am Bürgerhaus. Also Spich ist für mich ein super Ort, vor allen Dingen, weil er so persönlich ist. Ansonsten fühle ich mich hier so wohl, das ist einfach meine Heimat geworden. Bless and love.